Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News, denn momentan kommt einfach keine Ruhe bei Hertha BSC rein. Da denkt man mal, eine Woche ist ein bisschen Ruhe im Verein und dann kommt direkt der nächste Paukenschlag und das Drama geht von vorne los. Heute sprechen wir nämlich explizit über Friedi Bobic im Detail und seinen möglicherweise bevorstehenden Wechsel zum DFB und mal schauen, ob er Hertha wirklich verlassen könnte. Ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir genau über diese Thematik. Wir müssen erstmal festhalten, der DFB hat sich von Oliver Bierhoff getrennt. Oliver Bierhoff war ja Sportdirektor beim DFB und man muss zusammenfassen, in den letzten Jahren hat er keine gute Arbeit geleistet. Er ist meiner Meinung nach absolut Mitschuld an der sportlichen Misere des DFBs. Wir haben es ja gesehen, diese WM-Vorrunden aus, letzte WM-Vorrunden aus, die letzte EM in England, Digga, das war ja auch Mist, was wir da präsentiert haben. Und irgendwie hat Deutschland den Reiz verloren. Die Fans können sich gar nicht mehr mit der Nationalmannschaft identifizieren. Ich zum Beispiel auch nicht mehr so richtig. Und daran Mitschuld trägt auch die katastrophale Arbeit des DFBs. Ich hoffe, dass man da noch mehr Konsequenzen ziehen wird. Meinetwegen, dass der Präsident dort verschwindet. Hansi Flick, da bin ich wie gesagt zwiegespalten. Aber das soll auch gar nicht Thema des Videos sein. Sondern wir sprechen explizit über Oliver Bierhoff und was Friedi Bobic damit zu tun hat. Der Kicker berichtet, dass Friedi Bobic der Nachfolger von Oliver Bierhoff werden könnte. Und ganz ehrlich, ich finde das ganz und gar nicht gut. Friedi Bobic ist jetzt seit der Saison 2021, also ich würde so sagen, seit dem Juni 2021 Teil unseres Vereines. Seitdem hat er seine Philosophie hier streng durchgezogen. Er hat mittlerweile seinen eigenen Mitarbeiterstaat aufgebaut, hat seine Personalien verpflichtet, das heißt zum Beispiel Sebastian Zierakowski, zum Beispiel ein Dirk Duffner. Er hat seinen Plan und seine Idee knallhart durchgezogen. Und ich fände es schade, wenn er jetzt zu einer erneut sportlich schwierigen Lage einen Rückzieher macht und uns im Stich lässt, sage ich jetzt einfach mal. Bobic hat Hertha BSC komplett umstrukturiert. Wir wissen es selber. Wir haben mit Dirk Duffner einen Kaderplaner. Wir haben kostspielige Strukturen spielen lassen. Wir haben insgesamt, ja, eigentlich einen halbwegs neuen Verein aufgebaut rund um Bobic. Wir können es ja sehen, wir können gefühlt jeden Tag ein Video machen, was neu bei Hertha BSC passiert. Und wie gesagt, ich finde, dass Bobic auch kein schlechter Mann ist. Einige sagen, bloß weg mit dem Bobic, ab zum DFB. Aber ich glaube, dass Bobic vor allem in dieser Saison vieles richtig gemacht hat. Na klar, im ersten Jahr war es von Friedi Bobic ein Katastrophenjahr. Dort waren die Transfers wirklich extrem schwach. Aber seitdem hat er sich langsam gefangen und weiß auch, wie er mit Hertha BSC gute Arbeit machen kann. Ihr wisst es, ich bin wahrlich, wahrlich kein Fan von Bobic. Aber nun das alles, was er aufgebaut hat, wieder einzureißen, ey, das kann wirklich ins Auge gehen, wenn wir erneut wieder nicht die Kontinuität haben, einfach auch mal eine Strategie durchzuziehen. Und ich finde auch, dass Bobic zuletzt unsere Situation vollkommen richtig eingeschätzt hat, dass wir erst mal wieder auf den Boden ankommen müssen, damit wir uns aus dem Abstiegskampf heraus entwickeln. Es wird ein langwieriger Prozess und diesen Prozess zu unterbinden, könnte unsere Situation noch schwieriger gestalten, als sie ohnehin schon ist. Und auch diese Saison finde ich es rund um Hertha BSC, wie gesagt, nicht übel. Hertha steht finanziell extrem schlecht da und dafür kann Bobic eigentlich überhaupt nichts, wenn man mal die letzten Jahre bedenkt, wo Bobic noch nicht da war. Und diese Situation ist für keinen Manager der Welt einfach, für keinen einzigen. Jetzt, wenn wir hier einen anderen Manager hätten, der wird jetzt uns auch nicht auf einmal die Top-Talente aus Frankreich rausholen. Aber ansonsten hat man jetzt einen passenden Trainer verpflichtet von Friedi Bobic und die fußballerische Idee bei Hertha BSC ist zu erkennen. Die Ergebnisse fehlen zwar noch, aber Hertha BSC, ja, irgendwie ist das wieder in einer gewissen Form eine Einheit und man versucht, das Beste herauszuholen. Und das habe ich in der letzten Saison nicht gesehen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn Bobic geht, wer könnte denn der Nachfolger sein? Tut sich ein Mislintat überhaupt Hertha BSC an? Wer wäre denn überhaupt ein Kandidat? Und das ist halt eben auch schwierig. Deswegen würde ich einfach hoffen, dass Friedi Bobic bei uns bleibt und auf den Job beim DFB verzichtet. Und auch dann würde ich langsam, naja, so ein bisschen, beziehungsweise dann würde Friedi Bobic bei mir extrem viel Sympathie verspielen. Meiner Meinung nach, Friedi Bobic, ja, er ist zu Hertha BSC gekommen, weil er unbedingt in die Umgebung seiner Familie wollte. Und jetzt nach 2 Jahren, wobei, sind es überhaupt 2 Jahre? Nee, nach 1,5 Jahren zu gehen,
wieder zurück nach Frankfurt, weil ich glaube, der DFB hat ja seinen Sitz irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Ey, das finde ich ganz und gar nicht. Das finde ich extrem uncool. Hertha steht wieder auf Platz 15. Möglicherweise wieder Abschiedskampf, vielleicht wieder Relegation. Und jetzt dem Verein so in den Stich zu lassen, das würde ich gar nicht gut finden. Und ich hoffe, dass Freddy Bobic bleibt. Und ich hoffe vor allem, dass es nur Gerüchte sind. Der Kicker berichtet von ganz exklusiven Informationen und normalerweise ist der Kicker auch recht gut informiert, vor allem bei Hertha BSC. Und da bin ich gespannt, ob hoffentlich daran was dran ist. Eine Bilanz zu den Transfers von Freddy Bobic bisher ist, wie gesagt, recht zwiegespalten bei mir. Ich finde, diesen Sommer hat er einen recht ordentlichen Job gemacht. Wir haben mit Iyoke, Kanga, Luke Bakio, beziehungsweise auch mit den Leihrückkehrern insgesamt jetzt ein funktionierendes Team, auf jeden Fall. Aber im letzten Sommer hat Freddy Bobic nur Scheiße verzapft. Mauli da nenne ich da gerne als einen Transfer, der komplett in die Hose gegangen ist. Unsere Spieler, die er abgegeben hat, das heißt ein Cunha, einfach nicht adäquat ersetzt. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, warum wir letztes Jahr ganz tief unten drin standen. Und dieses Jahr, wie ich finde, macht er es besser. Vielleicht wäre das ein Weg für uns, diese Kontinuität mit Bobic weiterhin einzuschlagen. Vielleicht können wir uns dann als Verein einfach stabilisieren, denn das ist ja das Ziel. Aber wenn schon wieder unser Sportvorstand, schon wieder unser Geschäftsführer wechselt, ey, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir ständig unten drin stehen. Und nennt mich verrückt, nennt mich wirklich verrückt. Und nennt mich ruhig auch ein Träumer. Aber im Vergleich zur letzten Saison war diese Saison ein absoluter Aufwärtstrend. Und bei, ja, ich sage mal, Weiterverfolgung dieser Entwicklung kann man vielleicht wieder höhere Ziele irgendwann setzen. Aber Kontinuität wäre dazu extrem wichtig. Aber der Kicker hat eben auch vor 4 Stunden berichtet, dass Bobic der erklärte Wunschkandidat ist und dass er selbst auch nicht abgeneigt ist, den neuen Job anzunehmen. Wie gesagt, von mir muss ein, ich fordere quasi sowas wie ein Statement, irgendwie so etwas, wo vielleicht klargestellt wird, dass man sich von diesen Gerüchten distanziert. Weil das bringt jetzt wieder Unruhe in den Verein rein und möglicherweise droht der nächste Zusammenbruch. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe jetzt schon oft genug erklärt, dass ich nicht hoffe, dass das passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass Bobic beim DFB irgendwie gut hinpasst. Also ich kann ihn mir nicht beim DFB vorstellen, dass er dort gute Arbeit verrichten wird. Allgemein finde ich es schwierig, wen der DFB für diese Position suchen sollte. Eine allgemein sehr schwierige Position. Aber vielleicht sollte man sich dort eher nach anderen Kandidaten umsehen. Zum Beispiel Hitzelbergers oder einen Sammer. Irgendwie in diese Richtung schauen, anstatt Freddy Bobic. Und ich muss auch tatsächlich sagen, also weder bei Stuttgart noch jetzt bei Hertha hat Bobic jetzt mit überragender Arbeit überzeugt, warum der DFB ihn unbedingt haben möchte. Also, ob der DFB die letzten 1,5 Jahre unter einem Stein gelebt hat, aber Bobic hat ja alles andere als gute Arbeit gemacht. Er hat hier zwar jeden Stein umgedreht, aber Hertha ist jetzt auch nicht so erfolgreich, da ich sagen würde, diesen Manager brauchen wir für die deutsche Nationalelf. Also, für mich immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich hoffe, dass er hier bleibt, auch wenn der DFB natürlich eine riesige Karrierechance ist. Aber man muss sich auch mal zum Verein bekennen, wo man gerade ist. Gerade wenn man selber ständig über die Zukunft spricht, muss er sich dazu bekennen. Aber ob Freddy Bobic allgemein, ja, eine gute Personal für Hertha ist, das ist natürlich schwierig einzuschätzen. Meiner Meinung nach, wie gesagt, bin ich zwiegespalten, was seine Arbeit insgesamt angeht, aber ich bin auch bereit, ihm natürlich Zeit zu geben. Die Transfers waren nicht alle überzeugend. Aber mit diesem Weg, den wir gerade eingeschlagen haben, können wir nur mit ihm zusammengehen. Und ich denke mal, auch so würde ich dieses heutige Video beenden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns morgens in einem neuen Video wieder. Bis dahin, genießt diesen Abend, schönen Tag euch noch und tschüss.